Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Portal 2. Ja, beim letzten Mal habe ich mich ja ganz schlau angestellt. Das ist doch so einfach. Ich muss nur das Portal da lassen und das Portal da. Eigentlich genauso wie es jetzt ist. So. Jetzt. Bisschen Anlauf. Hoppala. Brauche ich nur auf den Schalter zu rennen. Und schon ist die Tür offen. Mann. Oha. Ach ja, die Kammer. Das war. Genau. Jetzt weiß ich's. Oder auch nicht? Ach doch, hier. Genau. So. Einmal Landebahn orange machen. Mit einem Töpfelchen. Blau. Blau ist da hinten. So. Jetzt brauchen wir nämlich nur noch. Hoppala. Einen gewagten Sprung. Und. Einmal diese Plattform da. So. Und wie war es jetzt? Jetzt muss ich mit Schwung darüber. Ach ja, genau. So, blau ist da unten. Jetzt muss ich eigentlich nur ein Portal nach da drüben schießen. Einmal zurückgehen. Jetzt geht's mit Schmackes durch die Wand. Alle, hopp. Nein! Verdammt, den Absprungzeitpunkt verpasst. Mann, wie ärgerlich. Okay, wenigstens müssen wir nicht alles nochmal neu färben, sondern nur einmal wieder nach oben. Meine Güte. So. Richtiges Portal? Wow, gut. Diesmal verpasse ich den Punkt nicht. Alle hopp. Ma. Ey, der erste Ansatz klappt perfekt. Zweiter und dritter aber überhaupt nicht mehr. Nochmal der Mist. So. Orange ist hier. Na, komm schon. So, nach da drüben schießen. Einmal durch. Einmal an die Wand. Weh, ich spring wieder daneben. Ah, geht doch. Gut gemacht, Astronaut. Kriegsheld und oder Olympiasieger. Mit deiner Hilfe verändern sie. Ist das hier an? Hey, mal aufgepasst. Ja, ist an. Das Ding nennt man Aufzug. Das ist keine Toilette. Ach nein? Schade, Toilette wäre lustig gewesen. Toilette. Kleiner Sprachhänger.
$30 verdienen will, sagt bitte Bescheid. Dann stopfen wir euch $150 in die Plastiktüte. Dafür müsst ihr uns nur erlauben, ein paar technische Gimmicks in euch einzupflanzen. Wir setzen Was? Euch am Ende auch wieder zusammen, wie neu. Ja, nie, ist klar. So, wir müssen da anscheinend springen. So sieht das hier aus. Allerdings kann ich mir nicht vorstellen, dass das so einfach wird. Na. Platsch. Sieht fast so aus, als wenn wir dort noch eine Zwischenlandung machen müssen. Und da haben wir natürlich voll unter die Platte geschossen. Na, kriegen wir das eingefärbt? Tatsächlich. Das war aber doch nicht so einfach. Ach nee, klar, die Startbahn ist so zu kurz. Und natürlich blockiert. Hätte ich fast vergessen. Hier war doch irgendwo ein Würfel. Oder nicht? Das können wir rumdrehen. Leider dreht sich das Ding wieder zurück. Da oben ist der Würfel. Jetzt habe ich ihn gesehen. Muss ich nur noch irgendwie da hinkommen. Das funktioniert. Nee, gar nicht. Gucken wir einmal von oben. Irgendwie muss man doch an den Würfel drankommen. Gibt es die Möglichkeit zu springen? Ja, klar, gibt es die. Fast vergessen. Dafür waren die ganzen Räumlichkeiten zuständig. So, jetzt brauchen wir nämlich erstmal hier ein bisschen Beschleunigung. Und da hinten müssen wir von abspringen können. Woho! Ich hab gebremst. Sollte ich vielleicht mal versuchen, wenn ich richtig durchflitze. Okay, ohne Turbo bringt das alles gar nichts. Wo habe ich jetzt? Okay. So. Flieg. Orange hier hin. Jetzt nicht übers Ziel hinausschießen. Und durchrennen. Zing. Und wir sind drüben.
Einmal noch dorthin. Einmal dahin. Yikes! Wo ist mein Würfel? Wo ist der Würfel hin? Puh, ich dachte schon, der wäre weg. Das wäre jetzt der größte Fail des Jahrhunderts gewesen. So, jetzt passt das auch. Kann ich von dort aus nach da schießen? Dann haben wir umso mehr Anlaufbahn. Und go! Und wir sind durch. Immer noch Plätze frei für das gerade erwähnte Bonusprogramm. Wie gesagt, ihr müsst uns nur erlauben, euch auseinanderzunehmen. Wir pushen hier nicht um. Wir wissen, wie man einen Menschen wieder zusammensetzt. Eine komplette Rundumerneuerung. Aus alt macht neu. Außerdem entfernen wir alle Tumore. Im Grunde müsstet ihr uns bezahlen. Sicher. Weil das auch sicher ungefährlich ist, genauso wie die ganzen Experimente. Oh Mann. Hoffentlich sind wir bald wieder oben. Ich will doch nur hier raus. Unser Rückstoßgel zu testen. Ihr habt der Gesellschaft einen überaus großen Dienst erwiesen und die Menschheit wird euch dafür dankbar sein. Bitte nehmt eure persönlichen Gegenstände wieder mit. Alte Zeitungen und Einkaufswagen sollen hier nicht die Gänge verstopfen. Für viele von euch sind $60 sicher ein ungeahntes Vermögen, aber gebt nicht gleich alles aus für... Carolyn, was kaufen sich diese Leute so? Schuhe und Sohlen? Warnläuse? Wie nett. Elevated to surface. Ja, der Weg nach oben wie immer versperrt. Aber die Wand brauchen wir. Nein, brauchen wir doch nicht. Zumindest nicht da. So. Schade, mitnehmen kann man den Stuhl nicht. Was ist denn da hinten? Ach, gar nichts, das ist viel. So, Gamma. Auf zur nächsten Pumpstation. Wahrscheinlich dahin. Ach, gibt's nicht, okay. Ach klar, irgendwie schaffen wir das schon. Da ist übrigens schon unser nächstes Gear. Oha. Dann bringen wir die ganze Maschinerie mal in Gang. Oh, ein Leck. Und dieses Gear ist ganz besonders cool. So, hier sollten wir jetzt nicht unbedingt langlaufen. Ist etwas ungesund. So, dieses Gel können wir schön Portale drauf schießen und kommen immer weiter. Exit. Super. Ach so. Alle hopp. Daneben.
hoch. Und rüber. Puh. Ohne zerquetscht zu werden. My new boss is a robot. Aha. Volunteer for testing today. Hast du Angst? Gut für ihn, also weiterdenken. Ja, wir müssen nämlich jetzt darüber. Irgendwo war das doch, wo man so schön runterspringen konnte. Egal. War das nicht sogar? Ich glaube, hier war mit Absicht keine Tür. Kein Portal zurücksetzen. Oder? Ach ja, klar. Und hopp. Sauber. Willkommen im Enrichment Center. Seit die Teilnahme am Test für alle Mitarbeiter zur Pflicht wurde, hat sich die Qualität der Testsubjekte dramatisch verbessert. Die Mitarbeiterbindung hingegen nicht. Daher werden wir in Zukunft für menschliche Testsubjekte keine Verwendung mehr finden. Vorher stehen aber noch einige Dinge aus. Die Pfennigfuchser meinten, wir könnten uns das Mondgestein nicht mal leisten, wenn es 7 Dollar kosten würde, geschweige denn 70 Millionen. Haben's trotzdem gekauft. Haben's gemahlen und zu Mehl vermischt. Und weißt du was? Gemahlene Mondsteine sind pures Gift. Ich bin todkrank. Aber sie sind tolle Portalleiter. Wir testen gerade, ob sich durch die Verwendung dieser neuen Portale das Mondgift aus der Blutbahn entfernen lässt. Wenn das Leben dir Zitronen gibt, mach Limonade draus. Denken wir positiv und forschen weiter. Ich wäre dir dankbar, wenn du diese Tests so schnell wie möglich durchführen könntest. Carolyn, bring mir noch ein paar Schmerztabletten. Oh je, der arme Mann. So. Aber auch hier wieder. Kein Portal löschen. So. Aber wie das jetzt nächsten Stockwerk aussieht, ich fürchte, das sehen wir erst beim nächsten Mal. Beziehungsweise einen kleinen Blick können wir noch drauf werfen. Na? Ah. So, dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.